Ja, Wilhelm, du wolltest uns was erzählen über Umwelt, Naturschutz, über das, was uns da mit CETA drückt. Ja, ich meine, das ist ein Teil, mit dem sich die Grünen im Zusammenhang mit CETA und TTIP und den langjährigen, mittlerweile langjährigen Diskussionen auseinandersetzen. Aber wir haben natürlich das gesamte Projekt im Blick und ihr wisst das ja alle, seit 2009 wird verhandelt, lange hinter verschlossenen Türen, ohne dass die Möglichkeit für die interessierte und politische Öffentlichkeit bestand, sich da zu beteiligen. Mittlerweile liegen die Entwürfe vor und das, was jetzt Anfang des Jahres im Frühjahr zumindest zu CETA veröffentlicht wurde, soll ja jetzt offensichtlich, so hat der Wirtschaftsminister das auch angekündigt, die Version sein, die dann in die endgültige Abstimmung geht. Es ist jetzt hier im Verlauf der letzten 2-3 Stunden, ich weiß nicht, wie lange die Veranstaltung schon dauert, eine ganze Menge gesagt worden zu verschiedenen Aspekten, die an CETA, die an TTIP zu kritisieren sind. Ein Punkt, der immer wieder genannt wird, ist der, dass die Befürchtung besteht, dass damit eine Absenkung von ökologischen, von sozialpolitischen, von kulturellen, von bildungspolitischen Standards verknüpft ist. Der Vorwurf ist nicht neu, der trifft CETA genauso wie TTIP. Und ja, ich würde einfach mal versuchen, so ein paar Punkte konkret zu machen, um am Beispiel der umweltpolitischen Auswirkungen, der ökologischen Auswirkungen diese Absenkung von Standards deutlich zu machen. Kannst du nicht irgendwie was anderes? Nee. Ja, ich will kein Referat dazu halten, aber es gibt so 3-4 Punkte, auf die man in dem Zusammenhang hinweisen sollte, die mehr damit zu tun haben, wie in der Vergangenheit jetzt in Nordamerika, und da sind die USA und Kanada ähnlich zu betrachten, auf der einen Seite, und in Europa, nicht nur innerhalb der Europäischen Union, nicht nur innerhalb von Deutschland, mit bestimmten ja, Rechtsprinzipien umgegangen wird. Ein ganz wichtiger Punkt, der erste ganz wichtige Punkt, ist die Auseinandersetzung zwischen Vorsorgeprinzip und Nachsorgeprinzip. In Europa wird üblicherweise Umweltpolitik und Verbraucherpolitik nach dem Vorsorgeprinzip betrieben. Ganz einfaches Beispiel, das auch häufig in der Diskussion auftauchte. Wenn ein Produzent hier bei uns zum Beispiel Schwimmwesten produziert, dann kann er die nur erfolgreich auf den Markt bringen, wenn auch klar ist, dass sie funktionieren, dass jemand, der so eine Schwimmweste trägt, im Wasser, im Notfall dann eben auch sich darauf verlassen kann, dass ihm das Ding weiterhilft. In den USA, das ist bekannt, das sind die wirtschaftlichen Beziehungen sehr viel liberaler, sehr viel offener geregelt als bei uns. Da gibt es diese Vorabprüfung nicht, sondern da kann im Prinzip jeder mit so einem Produkt auf den Markt kommen. Diejenigen, die das nutzen, haben dann Glück, wenn es funktioniert. Sie haben Pech, wenn es schief geht. Und haben dann aber anschließend die Möglichkeit, nehmen wir mal so einen Extremfall, jemand geht mit so einer Schwimmweste unter. Die Angehörigen haben dann die Möglichkeit, auf Entschädigung, auf Schadenersatz zu klagen. Das ist das grundsätzliche, der grundsätzliche Unterschied zwischen den beiden Rechtsvorstellungen, zwischen den beiden Rechtskulturen. Und das versucht man im Moment in den CETA-Verhandlungen und auch im Rahmen von TTIP in die Verträge mit hineinzuschreiben. Ein anderes Beispiel, das auch in der Öffentlichkeit häufiger angesprochen wurde, alles was mit Lebensmitteln und mit Belastung von Lebensmitteln und Nahrungsmitteln zu tun hat, zum Beispiel die Frage Genfood. Wir versuchen in Europa, die EU, nicht immer erfolgreich, aber vom Prinzip her, so mit Genfood umzugehen, dass gesagt wird, wir versuchen eine Vorabschätzung vorzunehmen. Wenn wir der Meinung sind, dass diese Lebensmittel ohne Schaden für die Verbraucher genutzt werden können, dann dürfen die auf den Markt. In den USA läuft das eben und in Kanada läuft das umgekehrt. Zur Not muss man dann nachweisen, dass bestimmte Erkrankungen, bestimmte Reaktionen, physiologische Reaktionen darauf eben mit Genfood zusammenhängen und dann unter Umständen dann auf Schadenersatz klären. Das ist ein Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, an dem man die Unterschiede der beiden Philosophien auch deutlich machen kann. Ja, aber du sagst gerade auch Schadenersatz klagen. Ich meine, zum Klagen
das weiß jeder, brauche ich auch Geld. Ne? Also ich kann mir vorstellen, wenn ich dann so einen transnationalen Konzern verklagen will, weil die irgendein Produkt auf den Markt gebracht haben, was dann halt doch nicht so funktioniert hat, wie zum Beispiel die Schwimmweste. Ja, ein Angehöriger von mir ist gestorben, da brauche ich erstmal Geld, um die überhaupt verklagen zu können. Ja, das ist zumindest in Europa sehr viel weniger entwickelt als in den USA. Es ist ja bekannt, dass in USA und Kanada für aus unserer Perspektive häufig absurde Forderungen geklagt wird, dass, was weiß ich, Kinder sich eine Plastiktüte über den Kopf ziehen und dabei zu Schaden kommen und dann der Produzent des Produktes, der die Plastiktüten produziert hat, beklagt wird. In Europa ist das nicht üblich, würde auch mit wenig Erfolg, mit wenig Aussicht auf Erfolg praktiziert werden. In Nordamerika ist es tatsächlich so, dass die Verbraucherschutzorganisationen da häufig auch im Hintergrund stehen und solche Klagen unterstützen. Bei uns wird es sehr viel schwieriger, dann gegen internationale Konzerne vorzugehen. Das ist völlig richtig. Ja, einen solchen Fall kann ich auch direkt mal sagen. Die Fast-Food-Kette Burger King wurde zum Beispiel verklagt von einer Dame, die sich die Zunge verbrannt hatte an einem heißen Burger. Und zwar deswegen, weil auf dem Burgerpapier nicht draufsteht, dass der Inhalt eventuell heiß sein könnte. Burger King musste daraufhin 120.000 Dollar Strafe oder Schmerzensgeld bezahlen. Aber wie gesagt, wir haben ja nicht das Rechtssystem wie in Amerika, wir haben auch nicht diese Verbraucherschutzorganisation und wir haben vor allen Dingen auch nicht die Anwälte, die sich darauf spezialisiert haben, zu klagen. Die ja dann zum Teil auch 50% der Klagesumme dann auch direkt das Honorar wieder einstreichen. Wobei gerade im Zusammenhang mit der Entwicklung des Rechtssystems, es wurde hier ja schon eine ganze Menge zu den Investitionsschutzgerichten gesagt, da ist davon auszugehen, dass unsere Rechtsanwälte und unser Justizsystem sehr schnell darauf reagiert. Es gibt entsprechende Ansätze. Insofern, ich glaube, die Juristen werden sich die Vereinbarung da schnell zugute machen. Vielleicht ein anderer Punkt, der auch in der Diskussion eine sehr viel größere Rolle spielt, was jetzt die sogenannten Handelshemmnisse im Fachausdruck sind, dass die nicht-tarifären Handelshemmnisse betrifft. Da gibt es eine ganze Reihe von Vorgaben, die bei uns als umweltpolitische, als sozialpolitische, als auch kulturpolitische Maßnahmen ergriffen sind, die im Rahmen politischer Diskussionen so beschlossen wurden, die auch einen politischen Konsens in Deutschland oder in Europa dokumentieren, die aber von Seiten der Unternehmen aus Nordamerika in erster Linie als Handelshemmnisse verstanden werden. Ein Beispiel, oder es gibt viele Beispiele, die auch wahrscheinlich bekannt sein werden, der Nachweis von zum Beispiel Pestiziden in Lebensmitteln. Da gibt es im Rahmen der EU sehr viel niedrigere Werte, Grenzwerte, als das in Nordamerika der Fall ist. Ein amerikanisches oder kanadisches Unternehmen, das dann hier agiert, kann dann, so ist die Befürchtung, nach CETA entsprechend verlangen, dass sie oder klagen darauf, dass diese Standards zu hoch sind, dass dadurch Gewinne reduziert werden und ja, man spricht dann von enteignungsgleichen Prozessen und dann das Land, gegen das sie klagen, auf Entschädigungen verklagen. Oder die Diskussion um die Chlorhähnchen. In den USA wird mit Geflügelzucht anders umgegangen, in Kanada ebenfalls als in Europa. Da wird weniger darauf geachtet, wie die Tiere gehalten werden, wie das Fleisch verarbeitet, bearbeitet wird, sondern da kommt es darauf an, wie das Produkt am Ende aussieht. Das heißt, dass das Hühnchenfleisch wird dann am Schluss mit Chlordioxid, das ist der Wirkstoff, behandelt und dann sind alle Keime weg, hofft man jedenfalls. In Europa spielen die einzelnen Produktionsprozesse eine größere Rolle. Und wenn dann verlangt wird, dass Chlor oder der Einsatz von Chlor, der bei uns in Lebensmitteln eben nicht erlaubt ist, dass er entsprechend reglementiert ist, könnte das für nordamerikanische, für kanadische Unternehmen dann der Ansatz sein, darauf zu klagen, weil sie dadurch entgangene Gewinne in Rechnung stellen können. Ja, das hat also was damit zu tun, wie zukünftige Gesetzgebung aussieht. Ich sage jetzt mal das Stichwort regulatorischer Rat.
Ja, das wäre der dritte Punkt in dieser Reihe. Die Verhandlungen, die im Moment ablaufen, zielen ja darauf, die Rahmenbedingungen jenseits, diesseits und jenseits des Atlantiks anzugleichen. Das Ziel ist dann aber zur Vereinbarung zu kommen, die auf Dauer möglichst gleiche Rahmenbedingungen schaffen. Und dazu werden oder sollen entsprechende Einrichtungen, Beratungsgremien installiert werden, die die Rechtsprozesse, die Gesetzgebungsprozesse der Länder begleiten. Da werden zumindest nach dem gegenwärtigen Entwurf auch Vertreter der Industrie, Vertreter der Unternehmen, der Konzerne mitarbeiten, und da ist einfach zu befürchten, dass die Konzerninteressen da eine sehr viel größere Rolle spielen und von vornherein in die Gesetzgebung mit einfließen und damit das, was wir befürchten als Absenkung von Umweltstandards, von Sozialstandards und Ähnlichem, dann wirklich auch manifest wird. Ja, wieder bedanke ich dich für deine Ausführungen. Oder würdest du noch was sagen? Ja, es gibt ganz viel zu sagen. Ja, man könnte eigentlich 6 Stunden durchreden. Ja, dann ja, müsste ich mich anstrengen, aber ich glaube, das schaffe ich noch. Auf jeden Fall, ich finde es wichtig, dass hier auch gerade unter den Bedingungen des Wochenendes und des tollen Wetters hier in der Stadt und auch trotz der Tatsache, dass die meisten Leute hier nur flanieren, dass hier entsprechende Aufklärung betrieben wird. Ich glaube, fast alle, die hier vorbeigehen, bleiben zumindest im Moment stehen, hören sich an. Das Thema TTIP und CETA ist ja nicht neu. Es wird ja seit langem in vielen Kreisen der Bevölkerung auch diskutiert. Das weiß ich aus den Gesprächen, sind sehr unsicher, wie sie damit umgehen sollen, sind unsicher in dem, was auf uns zukommt, was die Erwartungen betrifft. Umso wichtiger ist, dass wir in einem großen Bündnis daran arbeiten, die Menschen zur Diskussion aufzurufen, zum Widerstand gegen diese Maßnahmen. Und auch wenn unser Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel jetzt gerade erst hat verlauten lassen, dass die schwierigsten und die wichtigsten Kritikpunkte durch die Verhandlungen der letzten Wochen ausgeräumt sind, ich glaube, da irrt er. Es gibt sehr vieles, was nach wie vor kritisiert wird. Und nicht nur hier, sondern auch in der nächsten Woche in Köln sollten wir ihm das auch deutlich machen. Ja, es bleibt mir natürlich auch nur noch die letzte Frage, die ist wieder. Wir konnten in der letzten Zeit leider auch von den Grünen nicht so eine ganze Einigkeit gegen CETA erkennen, weil ein Ministerpräsident sich ja vehement dafür ausgesprochen hat. Ja, die Grünen sind mittlerweile zum Glück eine größere Partei. Da sind sehr viele verschiedene Meinungen vertreten. Die Grünen hat die interne Diskussion immer ausgezeichnet. Aber auch wenn Winfried Kretschmann eine besondere Rolle in der Partei spielt als Ministerpräsident, also so eindeutig war seine Äußerung bisher nicht, aber es stimmt. Er hat eine Diskussion angestoßen, die von den anderen Landesverbänden eher kritisch begleitet wird. Und deswegen bin ich sicher, wir haben ja im November einen Bundesparteitag der Grünen hier in Münster, in der Halle Münsterland. Und ich bin sicher, dass wir dann zu einer Meinung, zu einer einhelligen Position kommen wird, einschließlich des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, die kritische Position gegenüber TTIP, CETA und allen Vereinbarungen drumherum auch bestätigen wird. Ja, dann kann ich natürlich der grünen Basis auch nur Durchhaltewillen wünschen. Viel Kraft, dass ihr das auch durchbekommt, auch vielleicht gegen einen populären Politiker. Und ich gesagt, dass, wie ich das vorhin bei der SPD auch gesagt habe, es ist verdammt gut, dass ihr in Münster in unserem Bündnis mitarbeitet. Und ich denke mir, in Münster ist es klar, da gibt es, glaube ich, überhaupt keine Frage, das ist hundertprozentig klar, dass die Grünen auf unserer Seite stehen. Und ich denke mir, die Basis wird auch auf unserer Seite stehen im Bundesgebiet. Und deswegen, also toi toi toi, und drückt es einfach durch, dass er das nicht wollt. Ja, wir werden es tun. Viel Kraft auch an das Bündnis insgesamt. Und
im Ernst, ich glaube, wenn in allen Parteien der Widerstand gegen TTIP und CETA so groß wäre wie bei den Grünen, dann müssen wir uns über die Verhinderung der Beschlussfassung keine Sorgen machen. Alles Gute, viel Erfolg uns allen. Dankeschön.